Kamera, sie da. So, erstmal Dings, jetzt hier der Riss noch zu vergessen. Oh, überbelastet. Oh, jetzt schaue ich mal, also du hast eine rote Anzeige. Ich habe alles in blau eigentlich beim Deck. Jetzt habe ich Gideon neu. Also ich habe hier zum Beispiel, da wo die Axt ist, grau, etwas dickeren Streifen Dings. Ach, ist egal, jetzt lass mal starten, das erkläre ich dir dann gleich, bestätigen. Ja. Ach, auswählen, Slot und ich hole auch den Schlüssel dabei, den habe ich nämlich auch direkt ausgerüstet. Dann können wir nämlich gleich den Dings holen. Wo bist denn du? In die Mitte bin ich gegangen, Super 2. Da komme ich Frag dann mich auch. Nicht, weil das ist nämlich gerecht. Hey, warte, die Frage ist echt, wo liegen die Geheimnisse mit diesen Karten, weißt du? Wo sind die Türen offen nach oben? Ah. Habe ich denn dann irgendeinen gut getroffen von denen? So lustig, den der Drohne oben hat. Na, die sind jetzt gleich weg. Auch gleich tot, ah. Scheiße. Sind die Heiltränke nicht dabei? Ja, die werden gut, wenn man sie hat. Ja, deswegen habe ich sie. Noch einer explodiert. Nice. Der hat sich hauptsächlich auf mich konzentriert. Der hat voll gecheckt, dass ich gar nicht so übel bin. Okay, ich habe jetzt nicht so viel von den internen Direktguides Ahnung, ne? Aber ich habe da mittlerweile echt den Dreh bei rum. Achtung, da kommt Murdoch. Mhm. Ach, ich noch weit weg. Ja, wenn er kommt, dann kriegt er eine Drohne. So. Ah, der ist nach vorne ausgewichen. Kann ihn stunzen? Okay, stunzen ist unwichtig. Spielen hier. Die Minions, zack, ihm helfen. Die müssen nämlich weitermachen. Die dürfen nicht großartig aufgehalten werden oder wir dürfen auf jeden Fall keinen großen Minion-Verlust haben, weil desto mehr Minions wir haben, desto besser. Sind zu zweit, aufgepasst. Also jetzt gehe ich zurück, weil wir kommen ja da ja nicht rein. Da gebe ich lieber die 6 Kartenpunkte aus. Kommst du mit mir eben? Komm stärker zurück und wo willst du denn gehen als nächstes? Im rechte Lane, weil der greift okay. Jetzt gleich den Tower an. Und eben ein bisschen abschrecken, nur damit der Tower erhalten bleibt. Und dann mal gucken, dass ich den roten Buff holen kann, wenn ich dann von Dings zurück bin. Hat er sich jetzt selbst zurückgezogen oder so? Okay. Anscheinend ist hier keiner mehr. Aber wir sollten auf jeden Fall aufpassen wegen der rechten Lane. Ja. Nee, da ist er noch. Wird eh kaputt gemacht jetzt. Das ist gut, das ist gut. Sehr nice! Geile Aktion! Zwei Sekunden. Und ich kann sie wieder nutzen. Tschüss. Hm? Ne, nur damit wir eben halt, weißt du. Ich sag den mal im Angreifen. Links. Die können wir wegfarmen, ne? Die. Ja, du kannst auch wieder zurück zur Dings gehen, wenn du jetzt hier, dann warte ich hier auf dich, dann wechseln wir uns jetzt eben ab. Die Karten sind jetzt sowieso keine neuen und wohl mache ich die Sammler nicht, keine okay. Lust mehr, ich bin der Einzige, die, was, die sind sogar, nein, eh nicht, die sind nicht gemacht worden, ach, keine Lust mehr dazu.
Hat er trotzdem noch den Buff angemacht. Aber ja, getroffen ist er trotzdem. Pass auf, komm zurück, lass dich ein bisschen zurückfallen. Ja, ich fahre nur ein paar. Naja, nur aufpassen. Warten auf die nächste Minion Lane. Wander. Holen wir uns jetzt. Tschüss. 4 Sekunden brauche ich noch. Oh, passt was auf 4 Sekunden. So. Ich bin Level 4, damit. Ne, Level 5, so, damit habe ich Ulti. So, und tschüss mit euch. Ja. Warum kriegen wir den Turm? Warte, warte, noch nicht. Weil ich habe noch nicht genug Mana, um Dings Power wieder Dings wieder einzusetzen. Und Dings. Bist du dann eben zurück? Ich halte den hier auf. Dann skill. Ach, momentan gefällt's mir hier. Nee, geht sicher um Skillen. Da geht's nicht mehr, jetzt sind's zwei. Ich geh weg. Bleib ich nämlich noch hier am Dings stehen, am Tower. Und wenn du wieder da bist, dann komm her. Gut, dann in der Zeit. Oh oh. Sehr schön. Ordentlich Schaden an den Kerl. Mal schauen. Und dann. Kuppel gefällt mir ja am besten. Hab Dings. Der ist tot. Also. Nicht mit mir, Kollege, nicht mit mir. Und so, dann gehe ich jetzt nämlich eben zurück. Der ist auch zurückgegangen, okay. So, die Türme machst du nicht, sagst du? Oder also die Sammler mache ich nicht. Keine Lust. Ja, meine ich ja. Sammler. Ja. Aber das sieht man. Ja, die Leute wissen das gar nicht. Slotten. Slotten. So, ich bin wieder bereit. Welcher Tower von uns ist denn unter anderem? Ah, gleich habe ich die Kuppel wieder. Mal schauen, ob ich es überlebt gehabt. Ja, ich bin jetzt aber wieder da. Den Feng, den hole ich mir jetzt als erstes. Komm zurück, komm zurück. Kappe, Kollege! Nix da, du haust mir nicht ab! Haben wir noch eine andere Gadget hier? Oder ist das ein... Nee, ich habe mich verzielt, ja. Aber warum? Achso, dann wird die zwar angezeigt, aber fügt mir keinen Schaden zu. Nee, nee, die explodiert trotzdem. Du kriegst keinen Schaden. Das ist keine Mine, ja. So, jetzt holen wir uns den Tower. Okay. Ach,
Achtung, Gegner, aber der kommt jetzt eh um Dings. Setz schon mal den Mana Heal wieder ein. Das war ihr Tower. Jetzt stanzen wir den Typen, das macht ihn langsamer und empfänglich für Angriffe. Und vorbei. Da kommt der Große. 62 Sekunden bewegt wieder die Ulti ab. Ja, du kannst mich rüber. Noch 55 Sekunden bewegt die Ulti wieder ab. Ah, oh, scheiße, der hat mich ausgedrückt. Danke. Ich bin leider oben. Zwei Sekunden, bis ich Dings hab. So, und tap. Danke für die Arbeit. Läuft doch gut. Also ja. Das neue Kartendeck, was ich für Gideon erstellt habe, gefällt mir an sich ziemlich gut. Ich meine, es ist verbesserungswürdig, aber es ist, läuft. Ja, immer irgendwas finden, was man besser machen kann, ne? Ja, ich meine, ich bin 15 Sekunden bis zur Ulti. Dann kann ich den damit killen. Okay, brauche ich nicht mehr. Du hast jetzt eh schon rein. Ja, ich hab gewartet, bis ich Dings hab. 12 Punkte da und dann habe ich schon mal die besten Kartenslots damit oder meine mit größten Karten ausgerüstet. Ah, ist auch eine Möglichkeit. Ich habe jetzt 6 zum Ausgeben, darum bin ich auch so schwach. Ach, in einem Strahl. Hey, ich bin fast down deswegen. Komm mal eben die Minions da weg. Ich hab nicht mehr genug Mana im Moment. Fehler. Das stunst mich ruhig. Warte, ich stunst den. Der holt mich, der holt mich. Ich brauch Hilfe. Ja, komm mal. Das war gut. Beam mich mal eben zurück. Obwohl, warte mal. Was passiert eigentlich, wenn ich auf 3 klick, oder? So. Das ist wieder so ein... Ich habe hier auch nichts mehr zu schaffen. Ich bin sowas von oben. Ich habe da mal 2 Dings hingelegt. Die wirken zwar nicht bei Minions, aber die sind gut, wenn Gegner antanzen. So, Abklingzeit, Dingszeit. Abklingzeit von 3. Mana von Dings. Großes Leben, nein, großes Leben brauche ich an sich nicht. Was haben wir denn hier? Was bietest du? Geh mal links. Ja, geh du mal links. So. Was bietest du denn noch hier an? So. Ich habe jetzt schon eine Heal-Regeneration von. Sag den trotzdem mal, dass hier. Mitte, ja, Mitte rechts. Ich greife rechts an. Das sind so schwach. Ich bin jetzt gleich auch da, jeden Moment. 3, 2, 1, unser. Hast du gesehen, wie viel Schaden das Ding gemacht hat? Ah. Der Guide hat aber mal richtig geholfen. Hast du den, wo hast du den gefunden, den Guide? Auf YouTube. Guckst du dir Kartenbeschreibungsguide an. Den direkt aus dem Spiel, oder? Nee, der Typ ist schon ein bisschen was weiter. Aber der erklärt dir dann zum Beispiel, was die Bedeutungen der Karten, die Symbole, die sie oben haben und sowas.
und worauf man achten sollte, wenn da steht passiv und aktiv und sowas und was die einzelnen Vor- und Nachteile sind. Ah, okay, müsst du mir dann geben, den Link. Ja, kann ich nochmal raussuchen. Aber eigentlich ist das mit einer der ersten, wenn du auf YouTube gehst und auf Paragon-Kartenbeschreibungen klickst. Komm, den holen wir uns instant. Auch ohne Dings. Da kommt der. Können wir Decker irgendwie einfangen? Die hat mich gestunzt. Wenn wir die einfangen können, die Dame. Da kann ich nämlich mit der Ulti ankommen. Ja, das ist gut. Die wird schon tot sein. Guck mal, was die für Schaden macht. Hanna! Ich meine, okay, wir spielen jetzt gegen Bots. Ja, das ist Mörder. Ja, der Schaden ist dasselbe. Dann. Erhöhter Schaden ist das. Wenn du das auf PvP übertragen kannst. Wenn das im PvP genauso gut läuft, wir haben alle diesen Schaden drin, dann ist das wunderbar. Ja. 3 Sekunden. Hat er dich erwischt? Ja, dafür, ich war zu unversichtlich. Egal, ich hab dich, dich gerecht, sagen wir es mal so. Ja. Level bin ich denn schon? Schon Level 10. Weil eben den Dings aktivieren. 4. Ich werde mich mal um die Mitte kümmern hier. Und steht direkt mittendrin. Dummer wie Brot, ey. Und tschüss. Nächsten geholt. Kommt, hallo, mich rum. Danke. Oh, jetzt hat der Tower mich gestunzt. Egal, habe ich den? Nein, habe ich nicht noch geholt. Egal, der Tower ist ziemlich angeschlagen. Rechts, ich hole den Tower in der Mitte. Links oben. Haben sie ihn doch noch geholt? Sehr schön. Guck mal. Der eine holt sich den. Der Jungler holt gerade den Dings. Pass auf, Decker ist da oben. Tschüss. Ich komme jetzt sofort dazu. Abklingzeit, nein, ich brauche mehr Mana. Ich brauche ja. Mana aufwerten. Nein, ich brauche keine einzelnen. Physische Durchdringung, Angriffsschaden, ja, definitiv Angriffsschaden erhöhen. Ich habe zwar viel Durchdringungs- und Magieschaden. Und ah, die sind zu zweit, egal. Ja, halt ihn dahin. Genau jetzt. Will ich jetzt. Lebensbar oder Mana, was soll ich nehmen? Mit Mana.
Was wollte der denn von mir? Wollte er noch die, wollte er mir noch live stealen, indem er die eine Hand da benutzt? Weißt du, die grüne Hand. Und währenddessen, der wollte mir Leben klauen, indem er die grüne Hand benutzt, weißt du? Womit er dann anderen eben halt Lebensenergie und einen Anteil seiner Kräfte stiehlt. Und was mache ich hingegen? Setzt aber meine Meteoriten ein und er sich versiebt. Zack, ist er kalt. Okay, herzlich's. Stunts sehen. Dann stunnen, glaube ich, kann ich gar nicht. 14 Sekunden habe ich die Ulti. Komm, in der Zeit holen wir sie. Sehr schön. So, und Decker ist jetzt auch dran. Gut. Komm, Doppelangriff. Und Ulti. Ja, dann mache ich auch meine Ulti. Ja, mach. Damit wir die Schweine haben. Das ging jetzt übermetrieben geil voran. Wir haben bisher noch keinen Tower verloren. Das nenne ich Teamplay. Wir wechseln die Lanes. Alles, weißt du. Es geht gut voran. Ich gehe direkt auf den Tower drauf. Okay. Tower ist down. Ja, fehlt. Jetzt ein Wettrennen. Tower. Das Wettrennen hätte ich jetzt auch noch in Kauf genommen. Da kommt Decker wieder. Hat mich erwischt. Ich muss mal Mana auffüllen. Das ist der Buff. 17 Sekunden. Brauche einen Moment, um mich zu healen. Ich meine, gut, ich habe jetzt Dings 17, noch was. Ja, da sind beide gestunt. Oh oh. Da waren sie zu dritt, okay, da... Jetzt kam hätte jetzt ich gern meine Ulti. Soll ich natürlich... Ich hatte meine Ulti, nur, drauf. Nur die der Sensenmann direkt hinter mir kam jetzt so dermaßen überraschend, dass ich nicht, also in dem Sinne nichts machen konnte. Ich frage mich, ob das im Nachhinein auch so aussieht, dass meine Kamera wieder so am Nachziehen ist. Weil die kommt wieder nicht hinterher. Ich weiß zwar nicht, woran es liegt, aber... Irgendwie ist es jetzt 3 zu 1 gegen mich. Ich glaube, da geht weg. Kommst du raus? Ja. Gut. Dann guck das... Ran, Forest, ran. So auf die Art. Große Durchdringung. Crit Schaden. Leveln kann ich nichts mehr. Ich gehe jetzt auf die linke Lane. Das ist der Tower von uns in Gefahr. Eben kurz links. Links und verteidigen links bitte. Die eine könnte, also der... Ja, ist zerstört. Egal, dann mache ich den Typen jetzt allein. Der weiß nicht, ob der schon... Von links schon. Schade ich dir, aber richtig. Ja, der ist tot. Der ist zu weit weg. Genau das ist es in PvP. Wenn der so weit vorne ist, ist er tot. Kann er nicht überleben mehr dann. Kaum zu glauben, dass der Kerl mich jetzt so gut doch noch ein Dings genommen hat in die Mangel. Dass ich fast meine gesamte Energie verloren habe. Also Lebensenergie. Hielst du mich mal wieder? So hast du dieses Ding dabei. Welches? Den Regenerationsbeschleuniger. Was ist das? Ich hatte gerade eine Regeneration. Ah, das bin nicht ich. Das ist ein anderer. Ein Yo. Supporter. Achso. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie die heißt. Meinst Port Kings.
Aber aus irgendeinem Grund hat er mich gerade wieder geholt. Ich habe schon 10 Kills gemacht, 12 Assists und bin nur dreimal gestorben. Hol dir den Tower. Der ist... der da auf der Lane ist. Guck, dass du dir den Tower irgendwie holst. Der Inhibitor, glaube ich, ist du schon, oder? Steht, der Nee. dauert noch. Pass auf mit seiner Ulti. Ich ver... Da ist sie. Nachdem seine Ulti von Murdoch ist Ja. wurscht, weil ich bin ja volles Leben. Ja, Ist halt nur der... gefährlich, wenn man schon low ist, ne? Nee, ich hatte auch volles Leben und trotzdem hat er mir gut zugesetzt. Ich bin voll rein, einmal die... Einmal gestunt, dann mit dem Meteoriten, Hagel und alles, ne? Ich komme jetzt zu, direkt zu dir. Bin auf dem schnellsten Weg zu dir. Haben die in der Mitte Aber schon meine den Mine, ich Inhibitor? glaube, er stirbt, wenn er es hat. Ja. Haben die in der Mitte schon den einen Inhibitor geholt? Krasse Sache. Geht mal auf die andere Lane. Weil der Lane-Wechsel ist ja doch ziemlich wichtig. Komm, geh drauf. Ich bin jetzt irgendwie wieder jetzt dran. Den kriegen wir zu dritt. Sag ich doch. Alles kein Problem. Was zu dritt mal. Oder sagen wir mal da ist die. mindestens zweit. Warum hier? Gute Arbeit erstmal. Verteidigen. Linke Strecke. Port Kings könnte eigentlich direkt drüber. Ich beam. Jetzt habe ich 6 Sekunden Wartezeit, bis ich meine Dings wieder benutzen kann. Jetzt mit der Ulti, guck mal, jetzt zeigt er ja, mal. Saugst alle ein. Ja, ja, auch den Inhibitor zieh ich gut ab dadurch, aber nur wenn du der halt geskillt ist, ne? Also gut geskillt ist. Ich hab ich die Karten holen. Ach. Ja, geh du mal. Ich habe zwar noch 7 Punkte, aber ist nämlich hier schon aus eigentlich. Sekunden. Du darfst das Spiel von der Bank aus angucken. Hat er es doch noch geschafft, ey. Mist. Jetzt haben wir ihn. Fäng es weg. Was ist denn bei dir? Greift gerade 2 an, gleichzeitig, weil ich es wieder mal genau wissen will. Mittlere Strecke. Ich komm zu dir. Versuch durchzuhalten, hau ab. Komm von hinten. Ja. Ah, sie fordert mich also zum 1-on-1 heraus, gut. Ja. Okay, dann halt so. Ist auch ein Ding. Kein Thema. Läuft. Aber
Krass, wir haben zwar 30 Minuten gebraucht, aber ich denke mal, mit echten Gegnern wäre es vielleicht auch schneller gegangen, aber gut. War doch eigentlich eine sehr schöne Runde. Ja, wenn du magst, lass uns BVB blamieren. Kleinen Moment, Chat. Das sind nicht mehr Punkte. Ich habe jetzt wenig eigentlich dafür bekommen, was ich Nur noch die halben Punkte, ne? Dann war es der Bonus, wie es gestern gelaufen ist. Lol, da oben ganz klein ist meine Kamera. Aber war eine sehr schöne Runde.